Hallo YouTube und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's, der gute Pamu, und wir schauen uns heute wieder eine Produktion an. Dafür gehen wir unser Kaufmenü bei unter ja, Sonstiges bei Bauen. Und bei den Produktionen haben wir einmal die Pasta Factory. Ja, was brauchen wir dafür? Eigentlich nur Weizen. Um eben halt dann unser Produkt, die Pasta, ja, herzustellen. So, und wie man sieht, hier steht jetzt gleich schon mal etwas. Ich habe ja auch eine Kleinigkeit noch vorbereitet. Aber wenn wir uns das Gebäude einmal anschauen, ja, sieht so aus wie eine Produktionshalle eben halt. Auch wenn wir jetzt hier drum herum gehen, hier ein paar alte Paletten, die eben halt dann mehr oder weniger Schrott sind. Hier hinten haben wir noch mal, auch nochmal Palettenstapel. Ja, Mülltonnen und hier hinten auch den Wasseranschluss, beziehungsweise dass wir immer dann die Produktion auch betreiben können. Ja, im Großen und Ganzen, wie man es kennt, eine klassische Produktionshalle. Ja, und wir wollen jetzt auch mal kurz schauen, wie es jetzt hier mit dem Abladen läuft. Ja, also ich muss schon sagen, läuft sauber rein. Kann man jetzt so nicht anders sagen. Wie man auch sieht, haben wir hier den Trigger eben halt dementsprechend mit einem Gitter versehen. Sieht so im ersten Moment nicht schlecht aus. So. Und dann gehen wir auch mal kurz in unsere Produktionsmenü mal rein. Wir sehen, wir brauchen, ja, 3x Weizen für 10x Pasta. Ungewöhnliche Kombination, aber wir starten das Ganze jetzt mal und machen auch mal die Zeit auf schneller. Und dann sehen wir eben halt dann, dass auch hier jetzt eben halt die Paletten jetzt aufploppen, wo wir eben halt auch Volumen haben von 1000 Liter. So. Okay, hat das gedrückt. So, wie man sieht, ja, wir kriegen die Paletten raus mit 1000 Liter pro Einheit. Ja. Und der Produktionszyklus, sieht man ja, wächst auch immer stetig. Also das läuft. Wir haben auch Produktionszaun, haben wir auch. Ja. Jetzt wollen wir uns auch mal ganz kurz die Lok mal anschauen. Ja, und wie man sieht, haben wir hier 2 Warnings drin und ein Error. Wenn wir natürlich jetzt auch mal ein Stück weiter hochgehen, haben wir wieder immer wieder dieselben Warnings und dieselben Errors. Ja. Wie es jetzt auf dem DD-Server ausschaut, kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen, da ich es im Singleplayer getestet habe. Ob es den Mod eben halt auch für die Konsolenvarianten gibt, kann ich zu diesem Zeitpunkt leider auch nicht sagen, da ich es eben halt von der Fremdseite habe, den Mod. Also die gibt es aktuell nur für PC. Wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. So, wie schaut auch gerne bei dem guten Christian vorbei, der euch auch immer wieder noch aufs Neue interessante und neue Mods präsentiert. Ich sage an dieser Stelle tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.